Guten Morgen und herzlich willkommen zu Staxel. Wir sind an dem Punkt angekommen, dass unser Inventar zu voll ist, um diesen Käfer mitzunehmen. Das heißt, auch unsere Käferjagd ist jetzt erstmal beendet. Es ist auch Nacht. Ich würde sagen, wir gehen nach Hause und schlafen erstmal eine Runde und gucken, dass wir irgendwas von unserem Zeug loswerden können. Damit wir... Ah. Können wir hier eine Biene drauflegen? Nein, können wir nicht. Wir brauchen einen Hammer, um das zu zerbrechen. Können wir die Gießkanne abstellen? Nein. Können wässern. Die Nägel können wir auch nirgendwo abstellen. Gut, wir schlafen erstmal. Samen platzieren und anderes Zeug kann man wiederholen, indem man nochmal die Taste drückt. Ah ne, den Mähe Gras oder Blumen, um gemischte Samen zu erhalten. Halte Shift gedrückt, um einige Aktionen im Inventar zu beschleunigen. Der Samenhersteller kann die goldenen Samen dir geben. Möchtest du einfach nur frei bauen? Probiere einfach im Kreativmodus. Nein. Mhm. Gut. Genug useful Tipps gehabt. So, wunderbar, aufstehen. Packen gehen. Plops. Wunderbar. Kurz die Hände waschen. Sehr gut. Rufus, hallo sagen. Sup, Rufus. Mildred. Mildred, Herr Kruger. Und Mildred, hier hinten ist ein Trog. Da könntest du dir was zu essen nehmen. Rosi. Rosi ist glücklich, aber es gibt nichts mehr zu essen. Ich hole euch Fresschen. Ich kann kein Ei mehr mitnehmen. Rosi ist okay. Mildred ist okay. Ich gehe mal Essen holen. Einfach mal Essen holen gehen. Jetzt wollte ich ganz angenehm hier Nashorn sammeln gehen. Blech brauche ich auch noch irgendwo her. Kriege ich bestimmt auch hier schön bei der Alisa. Life ist wieder mal nicht da. Kann ich mir da beklauen. Inventar. Gut. Was ist das? Sterngelee. Aber jetzt nicht wirklich, oder? Nein. Aber das kann man vielleicht noch irgendwann essen. Ich weiß, ich will immer alles essen. Aber wir brauchen die Schnecken nicht. Wir brauchen... Okay, mein Spiel tappt raus. Uninteressant. Komm schon. Wir brauchen die Algen nicht. Wir brauchen die Algen nicht. Wir brauchen die Einsiedler nicht. Wir brauchen die Patricks nicht. Blaue Schmetterlinge brauchen wir nicht. Die Schmetterlinge brauchen wir nicht. Mantisviecher brauchen wir nicht. Kacke brauchen wir nicht. Die Bälle brauchen wir nicht. Muscheln mit Münzen brauchen wir nicht. Verkaufen. 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 Ich sollte mir vielleicht sowas basteln wie eine Truhe, wo ich alle meine Items einfach sammeln kann. Aber hey. So. Gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und jetzt können wir wieder schön zu live in den Laden gehen. Ich verstehe eh nicht, warum es hier einmal diesen Laden gibt und einmal den Markt. Ich meine, das ist ähnlich wie bei Dings gemacht. Wie bei... Nicht gut Geld für Tierfutter. Ist klar. Ähnlich gemacht. 180 kostet die nur. Hätte ich mir vielleicht das mal kaufen sollen. Ich schaue in der Kiste 10.000. Ah, und Hühnerfutter nehmen wir auch noch. Ähnlich gemacht wie bei Stardew Valley einfach. Dass man halt einmal den bösen Joja-Markt hat und einmal halt die lokalen Händler. Aber ich meine, hier sind hier alle gut befreundet und es gibt nicht irgendwie, dass die böse sind oder irgendwas. Daher finde ich persönlich es ein bisschen sinnlos. Mildred, was geht ab? Ballerkab. Guck mal hier, Kuhfutter. Kommst du mal mit? So, machen wir den auch voll. Ja, bist glücklich. Annabelle ist fröhlich. So, fröhlich. Und wir tun den Hammer auf die 1. Tun... Keine Ahnung, wir tun die Pickaxe auf die 3. Die Hoe brauchen wir eigentlich aktuell nicht. Die Schaufel auf die 2.
Und die Sense auf die 4. Können wir nämlich mit der 1 mal kurz hier ein bisschen Platz machen, dass sie da auch wieder rauskommt, die gute Kuh. Kacke nehmen wir mit. So, jetzt kommen wir ja mal raus. Das ist also ein niedriger Holzzaun. So, und wenn du jetzt mal da rausgehen würdest. Komm, wir machen das Ganze noch ein bisschen größer. So, jetzt kann die Gute dann nämlich auch mal raus. Das macht auch schon viel mehr Sinn. So, können wir das? Gut, die Kuh ist glücklich, aber hier, Mildred, du kannst da hinten auch mal was phrasen gehen. Mildred, hallo. Oh cool, jetzt strahlt Mildred auch noch so vor Lebensfreude. Sie hat also wahrscheinlich auch gecheckt, dass da was abgeht. Gut, dann laufen wir jetzt kurz zum Strand und platzieren da nochmal Holz. Beziehungsweise erstmal verkaufen wir noch Zeug. Wobei ich würde fast schon den Tag nutzen. Das ist ja noch relativ früh am Morgen. Frühling, 10. Frühling. Um nach unseren Einhornkäfern, Nashornkäfern zu suchen. Weil ohne Nashornkäfer können wir keine Köderbox machen. Und ohne Köderbox, ja, ist halt blöd. Aber wir müssen noch mehr Zeug verkaufen. Hey, Moment, wo habe ich die anderen Kartoffeln hin? Oder wo sind meine Kartoffeln? Habe ich die etwa doch verkauft? Bin ich dumm? Ich brauche mehr Platz im Inventar. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Okay, man findet definitiv genug Zeug, um es zu verkaufen, um Geld zu machen, fällt mir so auf. Finde ich schon mal gut. Nehmen wir. Gehen wir mal hier, produzierst mal mehr. Let's go. Produzierst du von alleine? Ja. Gut. Und jetzt, was geht ab? Wenn du schon hier bist, kauf auch was. Ich habe keine Zeit für Bummler. Ja, dann wird halt nicht gebummelt. Ist okay, ich wollte ja nur gucken. Gut, gute 7 Blütenblätter verdient er dran. Gehen wir mal weiter. Gehen wir diesmal in die Richtung. Letztes Mal haben wir ja so ein bisschen hier drüben erkundet. Ich glaube, in dem Wald waren wir. Oder waren wir in dem Wald? Ich habe keine Ahnung. Und ja. Let's go! Auf die wilde Nashornkäferjagd. Da vorne fliegt was. Dem widmen wir uns natürlich professionell mit unserem Fangnetz. Aber es war ein Monarchfalter. Voila! Puh. Hallo Butterfly, hatten wir auch schon. Da ist was Gelbes, das wird auch wieder irgendein Butterfly sein. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass hier in diesem Unterholz. Ist das? Und wegen, das ist kein Insekt. Hier Dings, das sind Leuchtkäferchen. Geil. Pop. Finde ich lustig, gefällt mir. Du bist eine Biene. Mitnehmen. Aber trotzdem ist die Frage, wo sind die Nashornkäfers? Ich fühle mich wie so ein kleiner Junge, der durch den Wald läuft mit seinem Insektennest und so ziemlich alles fängt, was nicht nied- und nagelfest ist. Hula! Ja, Empora Butterfly. Aber das mit den Nashornkäfern, das ist war ein bisschen schwieriger als gedacht. Wo könnten die sich denn verstecken? Hallo, Nashornkäfer. Das sind doch auch Nashornkäfer. Nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit nach Nashornkäfern suche. Köderbox. Nashornkäfer, ja. Das sind die, die so ein Horn haben. Die kenne ich, also im echten Leben kenne ich die. Hier habe ich sie noch nicht gesehen. Das ist wieder nur so ein Butterfly. Schmetterling. Aber ich will doch nur einen Käfer. Einen kleinen Nashornkäfer. Was bist du? Dich kennen wir noch nicht, oder? White Butterfly kennen wir noch nicht. Nehmen wir Purple Butterfly. Nehmen wir auch.
ist ja... Alter, das Glockengeläut, das ist ja brutal. Eichel, nehmen wir auch mit. Gar kein Problem. Und dann gehen wir mal weiter und fangen einen weißen Butterfly. Das ist ein Insekt. Will das Spiel mehr. Oh. Monarch. Okay, das war ein Emperor. Oh, du bist braun. Leck. Gut, laufen wir mal weiter. Und trinken aber einen Schluck Kaffee, beziehungsweise ich schenke mir sogar nach. Ja? Das ist ein Frosch. Eine Heuschrecke oder so. Was ist das? Ich will doch wissen, was das ist. Ah, da oben war's. Nee. Hier ist es. Aufheben. Inventar ist voll. Adblock brauchen wir nicht. Ein Cricket! Ah, das ist eine Heuschrecke gewesen, ja. Aber wunderbar. Ich hätte statt der Heuschrecke viel lieber noch einen Nashornkäfer. Na gut, wir sind jetzt schon ein ganz schönes Stück gelaufen. Da hinten ist die Stadt. Und da ist ein Haus. Okay, krass. Wir müssen dieses Haus auskundschaften. Ich wollte ja sagen, ich google jetzt mal, wo ich Nashornkäfer finde. Aber ich finde es gerade viel interessanter, dass hier hinten noch ein Haus steht. Hallo. Ibims. Der Yogi. Ja, hier ist auch eine Feuerstelle. Und ein kleines Schränkchen. Aber es scheint niemand daheim zu sein. Blue Butterfly. Ich hätte gedacht, hier wohnt jetzt irgendeine Hexe oder so. Damn, aber hier wohnt keine Hexe. Zumindest ist hier niemand da. Hm. Na, hier ist noch so ein kleiner See. Sehr schön. Aber natürlich nicht sehr zweckdienlich, wenn man Nashornkäfer sucht. Ein Cricket! Arschel. Gut, also hier gibt es also Crickets. Sollten wir mal Crickets brauchen. Ich verstehe auch nicht, warum wir unbedingt Nashornkäfer für die Köderbox brauchen. Das könnten ja... Also ich habe mit Heuschrecken schon geangelt. Das funktioniert wunderbar. Aber ja, scheinbar reicht das nicht. Hm. Ist halt nicht wie im echten Leben. Ist ja hier ein Spiel. Moment, den konnte ich nicht mitnehmen. Das ist nicht gut. Was lassen wir da? Zaun, unser Dings, Gameboy, Sumpfstein. Das ist keine Zebra-Butterfly. Da ist noch ein Cricket. Chup. Insektenhunter 3000. Cricket. Butterfly. Und ja, so vergingen die Tage und die Jahre und... Den haben wir nicht eingesammelt, oder? Da ist er. Das, den haben wir noch nicht. Ja, Grasblock, braucht kein Mensch. Eine Motte! Wir haben eine Motte gefangen. Bin ich gut. Er muss ja auch mal eine Motte fangen. Eichel, nehmen wir mit. Aber wir haben immer noch keinen Nashornkäfer gefangen. Geschweige denn gefunden. Ist ja nicht so, dass wir keinen fangen, weil die einfach so schwer zu fangen sind. Ein Marienkäfer. Ich weiß. Also wie ich den fange, habe ich noch irgendwas, was ich rauslegen kann erstmal. Ja, scheiß mal auf die Schnecke. Plopp. Wir sollten also mal an Bäumen gucken. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass an Bäumen auch Nashornkäfer sein können. Oder halt generell Viecher. Okay, wir müssen die Augen nach oben richten und nach unten. Ich habe keine Ahnung, wo Nashornkäfer sind. Aber ich nehme mal an, unter Umständen an Bäumen. Weil wenn da der Marienkäfer sein kann, kann da auch der Nashornkäfer sein. Würde ich jetzt einfach mal so schlussfolgern. Aber bis jetzt sehe ich keinen. Hier oben ist Schnee und Stein. Wo wird der Nashornkäfer sein? Hm.
Vielleicht ist der Nashornkäfer auch eher da unten im Nadelwald. Da ist noch ein Schmetterling. Purple Butterfly, den hatten wir auch schon. Glühwürmchen, immer auch mit. Aber ich sehe immer noch keinen fucking Nashornkäfer. Da ist eine Mantis. Können wir auch nicht, also können wir schon fangen, aber bringt uns halt nichts, weil wir keine mehr mitnehmen können. Ich würde jetzt mal kurz googeln, ja, wie das aussieht mit diesen Nashornkäfern. Ja, weil das kann ja nicht angehen, dass wir nicht rausfinden, wo Nashornkäfer sind. Wir haben, es gibt ein Wiki schon. Staxel, Gameplay, Farming, Tools, Block, NPC, Creatures, Bugs. Worker Bee, Reno Beetle. Reno Beetle found up in trees. Gut. Dann wissen wir schon mal mehr. Das ist ein fucking Reno Beetle. Und man findet ihn in Bäumen. Ja. So viel haben wir uns ja schon gedacht. Was ist das Weiße da oben? Ich will wissen, was das ist. Warte mal, wir springen so hoch, dass wir genau auf das Grüne kommen. Ja, das ist kein Insekt. Das kann ja jeder erzählen. Das ist bestimmt ein Insekt. Was ist das da? Irgendwie da hochkommen. So, so, so. Was ist das? Aber was ist es dann? Es ist weg. Haben wir es aufgesammelt? Nein. Liegt es hier irgendwo? Platz da, wir müssen hier Blumen wegpflücken. Ja, Hauptbild. Okay, wir können nicht rausfinden, was es ist. Gut, dann suchen wir weiter nach Nashornkäfern, die irgendwo in Bäumen sein müssen. Wir noch keinen gefunden haben beim Baumfällen. Das wundert mich noch viel mehr. Da ist noch ein Firefly. Kommen wir eigentlich langsam wieder in Richtung Heimat? Ja, wir haben bald einmal die Map umquert. Hier ist das Hexenhäuschen. Ne, das ist ein anderes Hexenhäuschen, oder? Ich meine schon. Oh, das tappt natürlich wieder raus. Premium. So muss das sein. Immer schön raustappen. Wir nehmen aber noch ein Butterfly mit. Flop. Flop. Ich will aber, dass da drin ein Insekt... Was ist das da oben? Ja, das war nur ein Schatten. Ich dachte schon, da wäre ein Butterfly... ein Nashornkäfer. Aber da war kein Nashornkäfer. Nashornkäfer? Da oben ist wieder dieses mysteriöse Etwas. Ich würde es gern mal fangen. Wir kloppen den Baum jetzt um. Haben wir die Axt in irgendeiner Form ausgerüstet? Nein, haben wir nicht. Axt, wo bist du? Wo ist unsere Axt? Da ist unsere Axt. Und einmal den Baum umkloppen. Das ist Sterngelee. Wir können eh kein Holz einsammeln. Gut, jetzt wissen wir zumindest mal, was das ist. Das heißt, wir haben es vorhin auch eingesammelt wahrscheinlich. Man sieht unseren Schatten. Hui! Hui! Aber wir haben keinen fucking Nashornkäfer gefunden. In keinem einzigen Baum. Das macht mich ein bisschen traurig. Da ist wieder ein Marienkäfer, oder? Ja, aha. Aber ich meine, so ein Nashornkäfer brauchen wir ja, um fischen zu können. Schnegee. Und das fände ich schon ganz praktisch, würden wir einen finden. Nashornkäfer, wo bist du denn? Du bist nicht da, wo ich dich suche.
Nashornkäfer hüpfen hier und da und überall. Nashornkäfer, du hast einen Knall. Bäumchen, schüttel dich und rüttel dich und sag mir, wo du deinen Nashornkäfer versteckst. Es gibt einfach keine fucking Nashornkäfer, ich sag's euch. Ja, ich brauche Insektennetz dafür, ich weiß. Das ist eine rote Libelle, die hatten wir noch nicht. Für die schmeißen wir noch unseren zweiten Zupfstein raus. Red Dragonfly! Nehmen wir alles mit! Woohoo! Aber ein Nashornkäfer wäre was Schönes. Was gar obszönes. Ja, ich würde sagen, das mit dem Nashornkäfer, ja. Das klappt nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber es ist ja jetzt auch schon spät. Und dementsprechend würde ich sagen, wir bauen zwar jetzt mit der 4 noch hier ein bisschen, aber wir können ja nicht bauen, wenn wir im Wasser sind. Jupp. Und jupp. So. So, jetzt reißen wir das Stückchen hier oben noch ab. Nehmen wir natürlich wieder auf. Nehmen wir auch, also machen wir auch hier dran. Und ich würde dementsprechend auch mal sagen, ne, wir machen es nicht da dran. Ich verstehe nicht, warum wir im Wasser nicht bauen können. Also beim Schwimmen. Okay. Tipp, the Village Holds Festivals and Special Days. Mit dem, dass wir einfach zurückgesetzt wurden und dementsprechend jetzt schlafen mussten, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft uns auch abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Haut rein und bye, bye.